Links auf Wittelfrotenwinsingel abbiegen. Dann das Ziel wird erreicht. So, was mir als erstes auffällt, und das haben viele auch schon gesagt, der Ioniq 5, der wirkt so ein bisschen wie so ein Golf auf Steroiden. Das heißt, der ist optisch ein Hatchback, genau wie es mein ID3 ist. Aber eben, wenn man sich das Ganze mal hier anguckt, dann sind die beiden Autos doch von der Größe her schon deutlich, deutlich unterschiedlich. So sieht man es, glaube ich, am meisten, wie klein eigentlich der ID3 dagegen wirkt. Das liegt einfach daran, dass der Ioniq wirklich ein ausgewachsenes, es ist kein SUV, aber er ist schon von der Größe her einfach wie ein ID4 tatsächlich. Ja? Also guckt einfach mal auf die Größenangaben von dem ID4 und das seht ihr jetzt auch, also die Dachlinie hier, die ist schon, ne? So, wenn ich dagegen neben meinem ID3 mal stehe, ja, der ist tiefer gelegt, aber trotzdem, ja, also Ist schon ein Unterschied. Und er ist unheimlich breit, finde ich. Also wenn man jetzt hinter dem Fahrzeug steht, hat er schon ein richtig breites Heck. Da wirkt ein ID3 echt schmal gegen. Besonders wenn er nicht tiefer gelegt ist. Ansonsten steht er jetzt hier auf Winterrädern. Das sind also nicht die standardmäßigen Felgen. Hat das Unique-Paket da drin, genau. Ja, und aufgrund von Halbleitermangel fahren die Türgriffe leider jetzt aktuell nicht automatisch aus. Da muss drauf verzichtet werden. Und ja, so viel dann jetzt zum Innenraum. Das ist wirklich luftig. Was jetzt im Innenraum auffällt, das ist zum Beispiel unten der Fußraum. Der hat ja eine verschiebbare Mittelkonsole, die ich dementsprechend auch nach hinten schieben kann. Das kann ich ja mal zeigen, wenn man hier vorne anfasst. Zack. Und jetzt guckt das mal an. Jetzt schiebe ich meine Beine einfach mal nach da. Weil es geht. Also, so kann ich natürlich nicht fahren, aber diese verschiebbare Mittelkonsole lässt schon hier vorne richtig viel Beinfreiheit zu. Kann ich wieder zurückschieben und passt. Was mir auffällt, der hat tatsächlich noch und auch da vorne normal USB. Normalerweise setzen alle Autohersteller inzwischen auf USB-C. Nicht so bei Hyundai, die setzen tatsächlich noch auf konventionelles USB. Jetzt muss ich nachher mal gucken, ob ich überhaupt brauche ich gar nicht. Ich wollte sagen, Ladekabel für mein Handy, aber der hat natürlich auch eine induktive Ladeschale. Auch das hier unten, da seht ihr mein Handy drin liegen. Und das wird allemal besser klappen als beim ID3 aktuell, weil da ist es ja so, dass mein iPhone 13 Mini zu klein ist für die induktive Ladeschale beim ID3. Ich muss also unten rein den Schlüssel fallen lassen und oben drauf sitzt dann oder steht dann mein iPhone und dann erst funktioniert das mit dem induktiven Laden. Bisschen dumm, aber wer kann damit rechnen, dass kleine Handys wieder in werden? Ja, auf den hinteren Plätzen reist man gar nicht billig, möchte ich mal eben sagen. Das ist schon wirklich allerhand, was man hier hat. Also ich kann meine Beine überschlagen, ohne dass ich ein Problem hätte, wenn ich vor mir sitze. Also da reicht nicht mal mehr meine Fingerhandspanne aus, um hier irgendwas in irgendeiner Weise zu erreichen, hier an dem hinteren Sitz. Also das ist ein Platz, natürlich ohne Mitteltunnel, eGMP-Plattform, ich sagte es bereits, ist eine reine Elektroplattform und hier kann man sich mal so richtig hinlümmeln. Wahnsinn, was der Ioniq 5 auf den hinteren Plätzen für Platz bietet. Wow, ich bin da wirklich gerade sehr, sehr tief beeindruckt, weil so hinten habe ich mich noch nie hingelümmelt. Und ich lümmel tatsächlich hier gerade so ein bisschen. Ja, so, gucken wir mal eben in den Kofferraum. Und dann geht es im Prinzip schon los. Also, ich möchte mit dem Ioniq 5 einfach mal einen kleinen Roadtrip machen. Fahrzeug ist ein Ioniq 5
mit dem großen Akku und Heckantrieb und 19 Zoll Felgen. Das heißt eigentlich in der Kombination das Fahrzeug mit der größten Reichweite im Bereich des IONIQ 5. Und was das dann tatsächlich nachher heißt auf der Autobahn, das werde ich mal gucken. Ich werde das Fahrzeug jetzt einfach mal in den nächsten 3 Tagen um die 700, 800 Kilometer bewegen. Und danach bin ich schlauer und vielleicht ist sogar Alena schlauer, ob das hier der Nachfolger vom Kona wird. Besonders gelungen übrigens finde ich hier die aktive Anzeige zum Ladestatus. Ihr seht, er ist jetzt bei ca. 80% und die letzten 20% oben, die sind gerade noch am Blinken. Die lädt er gerade noch rein. Zieht an AC übrigens mit 11 kW. Ja, kein Technikpaket, heißt die Heckklappe ist noch rein mechanisch, was für einen ID3-Fahrer jetzt kein Problem ist. Wir haben hier den Kofferraum mit einem mechanischen Trennrollo. So. Ja, ausreichend Platz würde ich sagen. Zweiter Ladeboden für, was weiß ich hier, Tirefit, den Ladeziegel, Verbandskasten. Hier vorne liegt noch ein Typ 2 Ladekabel. Das nehme ich jetzt aber mal raus hier, weil nämlich ein IONIQ 5 hat ja einen Frunk. Und der Frunk, der ist bei einem Rear-Wheel-Drive noch mal ein bisschen größer als beim Allrad. So, Ladekabel rein, Klappe zu. Und somit kann gleich mein Gepäck hinten in den Kofferraum rein. Und falls ich dann doch mal ein Typ 2 Ladekabel brauche, ist es vorne drin. Das ist zum Beispiel einer der großen Vorteile an einem Frunk. Ihr könnt hinten im Kofferraum alles dicht packen und trotzdem an eure Ladekabel rankommen, wenn es mal die Umstände bedürfen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, unterwegs auf Strecke, da lädt man natürlich an CCS. Und an CCS wiederum, da hat man natürlich kein Ladekabel an Bord, weil eben CCS ganz andere Ströme hat. Und dazu hat der IONIQ 5 jetzt hier ja seinen Ladeport mit dem CCS-Stecker hier. Pull steht drauf, um mal eben den frei zu machen. Und das ganze Einheit, die ganze Einheit hier, das ist der CCS-Ladeport. Und damit lädt man dann mit einem IONIQ im besten Falle, wenn es die Temperaturen zulassen, mit über 200 kW. Das will ich sehen. Ich habe bisher keine Einschränkung bei meinem ID3 gehabt, wenn ich schnell lade, weil ich auch dementsprechend das Auto immer ordentlich auf Temperatur, den Akku auf Temperatur bringe, was wichtig ist für den Akku. Der fühlt sich wohl bei 25 Grad circa, so wie wir Menschen. Und ob das auch beim IONIQ 5 so klappt, da bin ich ganz gespannt drauf. Temperaturen sind gut. Heute Morgen war es echt kühl, deswegen hatte ich die dicke Jacke an. Jetzt, wenn die Sonne rausgekommen ist, sollen heute jetzt auch bis zu 14, 15 Grad werden. Die Tage sollen es auch 18 Grad werden. Wir stehen jetzt kurz vor Ostern 2022. Und ja, da bin ich ganz gespannt. Eine Sache, die habe ich eben schon mal bemerkt. Ihr wisst, meine Tochter ist erster vorne Sitzer ohne Streit, grundsätzlich. Und ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen umdisponieren. Geht aber auch, weil der IONIQ 5 hat, ähnlich wie zum Beispiel Tesla, hier vorne kein Isofix. Das heißt, die gut ausgeformten Sitze, das seht ihr, da muss ich mal gucken, ob ich jetzt den Kindersitz darauf kriege, ohne dass ich Isofix benutze. Ich habe gar keine Idee, wie das gehen soll. Ja, wahrscheinlich montiere ich ihn so erstmal hinten bei den Isofixen, weil wenn irgendwas passiert, dann fliegt er mir vorne durchs Auto, habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn meine Kleine drauf sitzt, ist was anderes, aber dass da jetzt vorne kein Isofix ist, das finde ich gerade nicht ganz so toll. Gut, meine Kleine, die ist jetzt 6, ist auch von der Größe her über 1,20 schon. Das heißt, da wird irgendwann wahrscheinlich auch eine Sitzkissenerhöhung reichen. Nichtsdestotrotz, ein Kindersitz ist natürlich gerade für die Kleinen immer besser und bei ihr ist das wichtig, dass sie vorne sitzt. Ja, ist nun so, ist aber schade. So, was jetzt tatsächlich noch ein bisschen ungewohnt ist, einfach weil zum Beispiel bei Tesla oder auch bei den ID-Modellen ist es nicht mehr nötig, das ist die Tatsache, dass ihr das Fahrzeug tatsächlich noch mit einem An-Aus-Knopf ausschalten müsst. Mir ist es ja schon ein, zwei Mal passiert, dass das Auto noch an war und ich schon wieder draußen am Kofferraum war. Ist einfach so.
Und vorher geht hier einfach gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie anfange, auf D oder so weiter zu schalten, hier ist der Drehbereich, passiert hier gar nichts. Ihr müsst tatsächlich erstmal das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Geräusche von Hyundai kennt man. Wir machen die Musik aus, damit es hier nicht geclaimed wird. So, ready? Jetzt müsst ihr hier auf D schalten. Und dann geht's ab. So, 199 Kilometer mit 58%. Muss ich nachher noch ein bisschen laden. Und ja, so sieht das dann aus. Übrigens beim Infotainment hier im Bereich, da ist Hyundai aktuell noch am Arbeiten. Zum Beispiel der Routenplaner, der ist noch nicht das grüne, das gelbe vom Ei. Das grüne vom Ei. Sag mal, Stefan, was ist denn bei dir los? Grüne vom Ei? Also wenn eure Hühnereier grün sind, das musste ich jetzt gerade ein bisschen umdenken, damit es jetzt nicht falsch rüberkommt, nicht essen. Keine grünen Eier essen, bitte, ja? Also auch zu Ostern, wenn sie gefärbt sind, ist was anderes. Aber grundsätzlich, wenn sie gepellt sind und grün sind, nicht essen. Also, ich meinte, das Gelbe vom Ei ist das Thema Routenplanung, weil, ja, sie ist einfach noch nicht ideal. Ne? Das, ich werde jetzt nachher wahrscheinlich, ich muss auch gucken, ob ich mein Handy verbunden bekomme. Ich habe jetzt ja nicht die Hyundai-App. Bluelink, die müsste ich mir mal runterladen und dann muss ich mal gucken, ob ich das Auto damit verlinken kann. Dann würde ich tatsächlich über CarPlay, übrigens auch das CarPlay, machen wir gleich, also über CarPlay würde ich dann über Better Route Planner planen. Thema CarPlay, Android Auto auch wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ich bin Apple-User, deswegen CarPlay. Der Ioniq 5.4 benötigt tatsächlich für CarPlay ein Kabel. Wir haben das Jahr 2022, Hyundai. Das geht jetzt tatsächlich auch ohne Kabel. Und zum Beispiel ID-Modelle können das. Und es können ganz viele andere Hersteller auch. Die Frage ist, warum macht ihr das immer noch per Kabel? Jetzt muss ich nachher sowieso erstmal ein Kabel suchen, weil, wie gesagt, der hat kein USB-C, sondern USB... das sieht tatsächlich wie A aus. Muss ich gleich mal gucken. Ist egal. Aber... ja, das ist halt die Frage. Ich habe eine induktive Ladeschale, ja, das, die mein Handy lädt, wenn ich per Wireless und was weiß ich, keine Ahnung was, mit CarPlay verbunden bin, ergibt das ja Sinn. Weil er zieht sich dann die Daten für CarPlay über das Handy, ist die ganze Zeit aktiv und das Handy würde leer werden. Also lege ich es auf die induktive Ladeschale und es wird somit geladen. Aber Kinders, wenn ich CarPlay über ein Kabel anschließe, dann lädt das Kabel tatsächlich parallel auch mein Handy. Merkt ihr selber, oder? Dann kann ich mir auch die Ladeschale, die induktive irgendwie sparen oder so. Oder ja, man kann parallel das Handy von der Frau oder so da drauf laden. Also ja. Egal, Hauptsache funktioniert und ja. Ja, ich habe es euch eingangs erwähnt, ich fahre jetzt nach Utrecht und habe gerade mal die Routenplanung gestartet. Hier mit meinem Handy, verbunden jetzt mit dem Kabel, weil geht ja nicht wireless. Und plane jetzt mit Pump, weil das ist einfach in meinen Augen einer der besten Routenplaner, die ihr für euer Elektroauto nutzen könnt. Und wenn euer Fahrzeug connected ist mit dem jeweiligen Herstellersystem, wie in diesem Fall Bluelink, dann kann Pump das Ganze übernehmen und zeigt euer Fahrzeug dementsprechend mit Reichweite, aktuellen Stand und so weiter an in der App. Und ich habe jetzt mal eine Route geplant nach Utrecht. Es sind 374 Kilometer und das Geile ist, und das wollte ich, dass das passiert. Es passiert. Seht ihr das? Ich soll am Tesla Supercharger in Zwolle zwischenladen. Und da nehme ich euch doch gerne mal mit dann. Das heißt, wir laden zwischendurch am Supercharger. Jetzt geht's aber erstmal los. Er sagt 4 Stunden Fahrzeit. Ohne Ladezeit wahrscheinlich, oder? Warte mal eben. Nee, er sagt natürlich mit. Ach, ist auch Pump. Ist auch ein vernünftiges System. Also, 4 Stunden inklusive Laden, das passt für mich. Auf wie geht's? Pump.
Nachbar mal Yannick ist. Ihr seht, er fährt jetzt gerade mit einem Tempolimit-System. Jetzt 50. Ich fahre viel zu schnell. Und jetzt sagt er gleich, fängt an zu blinken. So, ich betätige nur am Lenkrad kurz mal eben. Und schon bestätigt er, zack, okay, gehe auf 110. Also die 10 zu schnell, die ich ihm einstelle, übernimmt er und fährt dann außerorts 110 km/h. Das finde ich ganz cool. Der ID.3 zum Beispiel, der passt das Tempo automatisch an. Hier macht das so, er zeigt, okay, ich habe erkannt, dass anstatt 50 jetzt 100 gefahren werden darf. Und du kannst mir das jetzt bestätigen. Oftmals ist es beim ID.3, aber jetzt in meinem Fall so. Und es ist halt noch vor Software 3.0, also vor der ganzen Schwarmdatengeschichte, dass man dementsprechend auch mal alte Baustellen auf der Autobahn hat und er von 130 mal stumpf auf 80 runterbremsen möchte, wenn man nicht schnell reagiert, legt er da schon ziemlich einen Anker. Und das macht überhaupt keinen Spaß und da finde ich super besser. Dann sagt er, du, ich glaube, hier darfst du nur 80 fahren. Und wenn man dann selber merkt, es ist keine Baustelle mehr hier, die war vielleicht irgendwann mal, ist noch in den Karten drin, dann kann man einfach weiterfahren. VW, die erzählen ja ganz viel von ihrer Software 3.0 und was das alles kann, unter anderem einen automatisierten Spurwechsel. Und ja, IONIQ 5, die reden da gar nicht drüber, die machen einfach. Das funktioniert so, ich betätige jetzt einfach den Blinker, halte das Lenkrad dabei fest und er wechselt die Spur. Auf zu blinken und hat damit den Spurwechsel erledigt. Funktioniert tadellos. Er wechselt natürlich die Spur, genau wie das VW-System, was ich ja schon gefahren bin, im Bass. Sehr, sehr sanft, muss man dazu sagen. Aber es funktioniert sehr, sehr gut und wird gar nicht groß angekündigt. Finde ich äußerst angenehm. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dadurch, dass das Lenkrad halt nicht kapazitiv ist, sondern so ein bisschen durch leichtes Bewegen merken muss, dass ein Fahrer am Lenkrad ist, das auch beim Spurwechsel zu machen, ohne zu doll dran zu rücken, damit der Spurwechsel nicht abgebrochen wird. Aber wenn man es einmal raus hat, funktioniert das tadellos. Holen wir es mal den LKW eben gleich noch und dann werdet ihr sehen, wie das funktioniert. Also, Lenkrad in der Hand, Blinker betätigen, oben blinkt die Anzeige. Und er fährt rüber. Zack. Und gleich wieder raus. Okay, lass mal nicht. Machen wir es mal eben durch. Ist ein bisschen eiliger. So, also so funktioniert das Spurwechsel und so wechselt man die Spur, wenn man selber fährt. Da gibt es ein bisschen Forscher. Aber wenn man so ganz easy peasy unterwegs ist mit einem Elektroauto, kann man auch, ich zeige es nochmal, Lenkrad festgehalten. Jetzt zieht langsam rüber. Ganz geschmeidig. Etwas blinken. Blinker hört auf. Spurwechsel vollendet. Funktioniert sehr, sehr, sehr gut. So, aktuell bin ich jetzt gerade auf der Fähre. Und ihr seht, hier oben aktualisiert sich das noch nicht wirklich hier. 86% steht da oben drin. Hier unten seht ihr 83%. Das heißt, die Aktualisierung zwischen Pump und dem IONIQ, das ist jetzt noch nicht ganz synchron. Aber was wichtig ist, unten steht 237 Kilometer. Ich habe noch für 312 drinne. Insofern fahren wir jetzt mal eben über die Weser mit der Fähre und dann oben rum nach Holland. Und ich bin ganz gespannt mit dem Supercharger. Soll ich mit 6% ankommen? Wenn es nicht klappt, dann stehe ich da mit meinem Talent. Aber hey, von nichts kommt nichts. Also machen wir das auch so.
So, gucken wir mal eben auf den Verbrauch. Den seht ihr unten, 19,8 bei Tempo 130. Der scheint mir tatsächlich ein bisschen sparsamer zu sein als mein ID3, was mich sehr wundert. Hab die 19 Zöller drauf. Temperatur außen, seht ihr unten auch, sind 15 Grad. Und dementsprechend eigentlich gute Bedingungen, aber jetzt auch nicht mega warm. Ich war auf der Landstraße bei ca. 16 und unter 16 Kilowattstunden auf 100 und bin jetzt hochgegangen auf 19,8, also finde ich schon sehr, sehr interessant. Das Abbrechen des Spurhalteassistenz, das bin ich jetzt gerade, weil hinter mir kommt jetzt auch ein Porsche, der drängelt ein bisschen. Und deswegen, ich meine jetzt mal von System aus. Jetzt seht ihr es oben blinken. Er zieht langsam rüber. Und hat die Spur dann gewechselt. Also das funktioniert wirklich tadellos, so wie ich es eben schon dargestellt habe. Aber jetzt geht es mal eben um Verbrauch. Er geht jetzt langsam hoch Richtung 20 Kilowattstunden. Wetter ist schön, trocken, sonnig, 15 Grad. Nicht allzu viel Wind. Hier die Windräder, die jetzt gerade da laufen. Die sind auch tatsächlich nahezu aus. Ja, aber finde ich völlig okay. Was ganz lustig ist, ihr seht, dass mein Punkt oben, ich fahre jetzt gerade Richtung Groningen, also bin schon in Holland. Und die Route sagt noch, nee, fahr unten Richtung Süden noch in Deutschland und fahr dann erst rüber nach Holland. Also ich bin nach Navi gefahren. Das heißt, liebe Jungs von Pump, wenn sich die Route ändern sollte, weil irgendwie was anderes besser ist, dann ändert doch auch die Route im Navi. Also er führt mich jetzt auf dem großen Bildschirm nach wie vor genauso weiter. Das kann ich euch auch mal eben zeigen gleich. Dazu machen wir am besten mal eben den Hauptbildschirm an. So. Und da ist alles schicki. Da seht ihr die blaue Route, auf der ich mich befinde. Und dort hinten fährt er dann rüber auf die Autobahn. Das ist das, was ihr in der Übersicht eben gesehen habt, dass es dann nach Süden geht, weil ich ja beim Tesla Supercharger in Zwolle laden möchte. Aber in der kleinen Übersicht ist die Route nicht angepasst. Also ja, die Jungs von Pump sagen auch noch, das ist ein bisschen buggy, weil es im Prinzip gerade erst ausgerollt wurde. Aber das ist zum Beispiel etwas, was noch nachgearbeitet werden müsste. Das heißt, wenn die Route geändert wird im Hauptschirm, dann zeigt es auch in der Übersicht an. Übrigens finde ich ganz cool, hier habt ihr eine Übersicht von der Route und dort den nächsten Wegepunkt, wo es dann weitergeht. Alles in einem Screen. So, inzwischen ist Pump wieder auf der richtigen Route, kurz vor Zwölle. Und ich habe noch 24 Kilometer, 96 im Akku. Und ich bin ganz gespannt, muss ich sagen. Also erstmal Entschuldigung für die Sonnenbrille, aber es ist tatsächlich wirklich hell. Die Sonne scheint und das ist mit... Ich habe empfindliche Augen und da müsst ihr mir mal verzeihen, dass ich dann am Steuer mit Sonnenbrille sitze. Egal, also für mich ist hier dreierlei Premiere. Ich bin das erste Mal im IONIQ 5 unterwegs, das auch noch auf Langstrecke. Ich bin das erste Mal mit einer Routenplanung von Pump unterwegs auf Langstrecke. Und ich bin das erste Mal unterwegs zu einem Tesla Supercharger mit einem Nicht-Tesla. Insofern bin ich wirklich in vielerlei Hinsicht gespannt, wie das klappt. Hab dadurch, dass wir hier in Holland sind, aber gar keine Befürchtung, wenn das jetzt am Supercharger nicht klappen sollte, dass ich nicht woanders laden könnte, weil das Ladenetz in Holland ist einfach grandios und da kann sich Deutschland mal eine ganz, ganz dicke Scheibe von abschneiden. Das ist gar nicht mehr ausgeschildert, wenn ihr zum Beispiel hier irgendwie irgendwo abfahrt oder so, wo eine Tankstelle ist, dann könnt ihr sicher sein, dass da zumindest mal ein Fastnet-Charger dahinter ist, wo ihr dann euer Elektroauto laden dürft. Daher mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass ich jetzt einen Tesla Supercharger anfahre und nicht wirklich darauf vorbereitet bin. Also ich werde mir die Tesla-App nachher nehmen, das zeige ich euch dann und werde dann einfach mal gucken, ob ich da Strom bekomme. Ich weiß auch nicht, wie frequentiert die aktuell sind, ob jetzt in Holland zum Beispiel Ferien sind, weil das sagte Tesla ja auch, wenn sie merken, dass die ausgelastet sind mit Tesla-Fahrzeugen, dann geben sie die eben nicht frei für Nicht-Tesla-Fahrzeuge. Aber das gucken wir uns nachher mal in der App an.
Linze. Richtung Südwesten, dann erreichst du das Ziel. Naja, habe ich ja erreicht. Stellen wir uns du mal ganz hast das Ziel erreicht. Hinten an den Rand. Dann gucken wir uns das Ganze mal eben an, wie das jetzt mit einem Nicht-Tesla klappt. So, da. Den nehmen wir. So, wie geht das jetzt? Also, in die Tesla-App. Ihr sucht euch den, in diesem Fall, kann ich euch den zeigen, über die Karte nehmt ihr den Supercharger. In diesem Falle hier in Zwolle. So. Und jetzt seht ihr da unten, zuerst einstecken, dann die Ladeplatznummer wählen. Und das machen wir mal eben. So, die Ladeplatznummer, die findet ihr hier unten. In diesem Fall 10D. Das Kabel übrigens bei einem Supercharger ist recht kurz. Deswegen müsst ihr hier so echt daneben packen. So. Ordentlich verriegeln. 10D haben wir uns gemerkt. So. Jetzt. Ich hätte mein Handy natürlich auch mitnehmen können. Das wäre jetzt clever gewesen. So. 10D. Und jetzt hier, da steht das einfach. So, 10D. Und da steht hier Ladevorgang starten. Es hat geklickt. Und jetzt gucken wir mal. Auto sagt auch, es lädt. Bin mal gespannt, wie viel kW. So. Kreditkarte wurde gerade belastet. Und hier steht, Aufladen fehlgeschlagen. Beim Aufladen Ihres Fahrzeugs ist ein Problem aufgetreten. Ziehen Sie den Stecker. Wählen Sie einen anderen Ladeplatz. Na, super gut. Geht ja gut los. Versuch's einfach nochmal. So, ich habe jetzt auch einen zweiten Ladeplatz versucht, den 10A hier. Schon wieder nicht. Ich habe noch genug im Akku. Aber der IONIQ 5 will hier nicht laden, tatsächlich. Also, es ist echt komisch. Keine Ahnung. Wir sind auch noch vor zwei. Ich guck mal da hinten, ob man da hinten sonst was anderes sieht. Aber aktuell sieht es so aus. Er will nicht laden. Ja, Tesla Beste oder eben nicht. An einem V3 habe ich ihn jetzt nicht zum Laufen gebracht. Zweimal hat Tesla jetzt 10 Euro Guthaben bei mir auf der Kreditkarte einfach mal festgezurrt sozusagen. Also ich muss irgendwie, das ist eine Sicherheit, keine Ahnung, was da passiert. Die Kreditkarte wurde gleich belastet mit 10 Euro bei beiden Versuchen, einmal am 10D, einmal am 10A. Aber es funktioniert nicht. Also der IONIQ 5 wollte nicht hier laden. Ich habe das bei anderen YouTubern auch schon gesehen, dass der EV6 oder auch der IONIQ 5 Probleme macht bei Tesla. Insofern war es ein Versuch wert, hat nicht funktioniert. Ich suche mir jetzt ein Fastnet, habe noch ein bisschen was im Akku, also von daher ist das kein Problem. Aber ich dachte mir, wenn ich schon mal in Holland bin, dann probiere ich das mal aus und bin grandios gescheitert. Ja, so viel dazu. Ihr habt es gesehen. Er hat beim ersten Mal versuchen, hat er angefangen zu laden, hat dann abgebrochen. Beim zweiten Mal habe ich ihn dann gar nicht mehr zum Laufen bekommen. Ob es jetzt am IONIQ liegt oder ob es am Tesla Supercharger liegt, müsst ihr mir sagen. Was sind eure Erfahrungen? Schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Also für mich erschließt es sich jetzt gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt lief gerade. Und von daher, wäre ich da gerne mal schlauer. Ich fahre jetzt zum Fastnet. Fastnet ist von hier aus 6 Kilometer, nee, 30 Kilometer. 30 Kilometer, dann habe ich noch 25 Kilometer im Akku. Sollte eigentlich alles gut ausgehen, da mache ich mir auch keine Gedanken. Notfall muss ich da warten, wenn er besetzt ist, aber es sind 4 Stalls mit 300 kW. Ja. Schauen wir mal, ne? So, also, geht weiter. Leider hat es mit dem Supercharger nicht geklappt. So ist das nun mal manchmal. Manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen. So, die Sonne geht inzwischen unter. Ich kann auch die Sonnenbrille wieder abnehmen.
18 Uhr jetzt. Ich wollte euch mal hier ein bisschen was erzählen zum Verbrauch, den ich jetzt aktuell fahre. Da gucke ich mal eben rein. Fahrtinfo. Nach Ladevorgang. Ja, das ist das. So, also. Das kann sich sehen lassen. 18,3. Ich bin also fast 4 Stunden unterwegs. Hab's auch nicht mehr weit. Wie gesagt, ich fahre jetzt eben zum Fastnet, weil ihr seht, unten 11% habe ich noch im Akku drin. Und 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Durchaus nicht schlecht. Na klar sind die Geschwindigkeiten hier in Holland ein bisschen geringer und die Strafen ein bisschen höher, wenn man zu schnell fährt. Deswegen halte ich mich da so ein bisschen dran. Bin in Deutschland mit 130 gefahren. Jetzt sagt er gerade niedriger Akkustand. Ich suche die nächste Ladestation auf. Ja, mache ich. Und ja, ich finde das durchaus sparsam. Alle haben mir immer gemeckert, dass der IONIQ 5 so viel schluckt. Kann ich jetzt gar nicht so nachvollziehen. 18,3. Also ihr merkt das, ich bin echt so ein bisschen beeindruckt. Gut, ich fahre jetzt gerade 100, ja. Das ist jetzt keine Geschwindigkeit für deutsche Autobahnen. Da fährst du halt 130. Aber trotzdem, ey, das ist schon gut. Und wie gesagt, in Deutschland bin ich ja 130 gefahren, wo es ging. Mecker mal jemand nicht hier über den IONIQ 5. Der ist gar nicht so unwirtschaftlich, wie alle immer behaupten. Ich bin mit 6% am Fastnet jetzt angekommen. Alles schicki, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir mal, ich nehme die NBW-Karte. Keine Ahnung. Und guck mal, ob ich die zum Starten kriege. Und sonst habe ich noch ein paar andere Optionen, halte ich am Laufenden. Und dann gucken wir mal, wie schnell der lädt. Ob ich ihn überhaupt zum Laden bekomme. Vielleicht hat er ein Problem, weil es bei Tesla nicht ging. Aber das werden wir jetzt feststellen. So, lädt. Die machen auch einen Krawall hier. Interessant ist natürlich jetzt, mit welcher Ladegeschwindigkeit er lädt. 106, 107. Ich werde das mal beobachten, ob er noch hochgeht. Ich bin extra an die 350 kW hier rangegangen. Und zu kalt, weiß ich auch nicht. 16 Grad Außentemperatur, seht ihr ja, ne? Vielleicht einfach noch ein bisschen zu wenig Dampf. Ich beobachte das mal. Ansonsten seht ihr, dass es definitiv halt kein Problem des IONIQ ist, sondern des Superchargers. Tja, was willst du machen? Ist halt so und Tesla kann auch nicht hexen. Also irgendwo gibt es noch ein paar Probleme. Und dementsprechend hat es jetzt eben nicht funktioniert. Tja, was willst du machen? Gut, lad jetzt gar nicht so lange. Und dann geht's final bis nach Utrecht. Kleiner Zwischenstand vom vom Charger hier, vom Fastnet. Inzwischen sind wir bei 172 kW. Tada! Schon ganz cool. Hab jetzt 25% schon drin, 93 Kilometer. Könnt also eigentlich schon zum Ziel.
Ich mache die jetzt noch mal eben so auf, weiß ich auch nicht, so ein bisschen mache ich noch rein. Ich soll angeblich beim Ziel laden können. Muss dem Hotel noch mal eben sagen können, sagen, wie mein Kennzeichen ist. Und dann geht es gleich schon weiter, würde ich sagen. Das ist auch geil mit so einer Ladegeschwindigkeit. Nicht schlecht, ne? So, 172 kW maximale Ladeleistung. Ist okay. Ist jetzt nicht alles, was er kann, aber ist okay. Und jetzt geht's ab nach Utrecht. Sind jetzt noch 60 Kilometer. Und hätte ich den vorher auf 100% geladen, wäre ich in einem durchgerutscht. Guck mal eben drauf. Was ich jetzt heute gefahren bin, das waren 300, waren es jetzt eben. Und jetzt noch 60. Ah, die 360, 350 schafft er wohl auf jeden Fall. Schon gar nicht schlecht für das Dickschiff hier. Und das bei Temperaturen. 28 geradeaus auf 34 Kilometer weiter der Route folgen. Ja, machen wir. Ja, von daher, ich bin da hochzufrieden mit dem. Gerade auch vom Verbrauch her, das macht er schon echt gut. Finale. Ja, ihr wisst ja, ich steige immer in Autos einfach, los, ohne mich mit den Autos auseinanderzusetzen. Genauso wie immer und jetzt auch wie beim Ioniq. Und ich muss mal wieder was korrigieren. Es geht um das Tempolimit-System. Tempolimit-System, so heißt es. Der passt doch automatisch die Geschwindigkeit an. Also, da war eben kurze Passage 90, der ist automatisch auf 90 zurückgegangen. Dann war wieder 100 und er geht wieder auf 100 hoch. Ich musste jetzt irgendwie nicht drücken. Also, ihr Ioniq 5-Fahrer da draußen, klärt mich mal auf. Also, der kennt das Schild und passt die Geschwindigkeit doch an. Dann ist die Frage, war ich vorhin einfach, weiß ich nicht, also, hab ich nicht genug abgewartet oder whatever. Ich fand, dass es aber recht schnell wieder die Geschwindigkeit geändert hat. Und vorhin, vom Gefühl her, musste ich ihm das bestätigen, dass ich die Geschwindigkeit anpassen möchte. Hab aber hier irgendwie auch jetzt nicht irgendwie rumgestellt oder so. Also wenn ihr das mal aufklären könntet, wäre ich echt zufrieden. Also, er passt die Geschwindigkeit aufgrund des erkannten Tempolimits an. Heide Witzka! Mann, was habe ich denn heute hier auch Ja, geht wieder. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Muss man haben. Ich bin angekommen hier im wunderschönen Utrecht. Utrecht heißt es, ne? Hier. Direkt am Wasser. Und ich habe direkt vor meinem Hotel einen Parkplatz bekommen. Ich stehe ein bisschen kacke. Das muss ich gleich nochmal korrigieren. Aber ich war froh, dass ich einen Parkplatz hatte. Und ja, Durchschnittsverbrauch jetzt auf der Fahrt waren unter 20 Kilowattstunden. 18,1, 18,2, irgendwie sowas. Und damit muss ich sagen, bin ich hochzufrieden. Ja, das Fahren in Holland ist definitiv entspannter, einfach weil es keine Fahrer gibt, die 180 fahren und der nächste fährt 100. Die Diskrepanz eben ist dementsprechend höchstens mal 20, 30 km/h und somit völlig entspannt. Aber es dauert ein bisschen länger. Also man fährt kein 130, man fährt 100 und deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber das geht natürlich sehr positiv mit dem Verbrauch einher. 18,2 jetzt am Schluss zu haben, finde ich richtig gut. Langstreckentauglich ist der Ioniq auf jeden Fall. Und bei dem Tempo sind 350
Kilometer mit dem großen Akku und dem Rear-Wheel Drive auf 19 Zoll, wie er jetzt hier steht, durchaus machbar. Und das sind Winterräder, ja? Das sind ja nicht mal die aerodynamisch effizienten Räder. Also insofern richtig cool, hat mir Spaß gemacht, der Roadtrip mit dem Ioniq, absolut langstreckentauglich, 172 kW Ladeleistung, da geht noch mehr, das weiß ich ja, aber fand ich so schon wirklich potent und gut, brauchte ein bisschen, bis er warm war, hat er am Anfang nur 105 gezogen und dann ist er hoch auf 172, aber hey, ihr redet hier mit dem ID3 Fahrer und der ist schon glücklich, wenn er mal die 100 ein bisschen länger hat. Und das ging so schnell, bis ich weiterfahren konnte, das waren irgendwie 10 Minuten, ich hatte noch 20 Kilometer im Akku, brauchte 60, um hier anzukommen, bin jetzt hier mit 140 oder so, weil es so schnell hochgeht. Also das ist schon echt komfortabel. Soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wir werden, also ich werde die Tour natürlich noch zurückfahren, da werde ich auch nochmal gucken, was wir am Verbrauch haben. Und letzten Endes, ja, wird dann Alena das Fahrzeug nochmal fahren. Dafür gibt es ein separates Video, weil es tatsächlich sein könnte, dass das hier ihr Nachfolgefahrzeug wird, also der Hyundai Ioniq 5 mit Long-Range-Batterie und dem Rear-Wheel-Drive, weil der kann eben auch 1,6 Tonnen ziehen und sie braucht ja etwas, womit sie auch eventuell mal ihr Pferd ziehen kann. Gut, soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Tesla Supercharger, das interessiert mich nochmal. Warum hat es nicht funktioniert? Fastnet ging ohne Probleme. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, würde mich auch freuen und dann bis bald zu irgendeinem Roadtrip, zu irgendeinem Vergleichsvideo oder zu irgendwas anderem hier auf meinem Kanal. Ich habe viele, viele Ideen, ich muss sie nur einfach umsetzen. Ciao!